Tja, sieh an, sieh an. Ahmed Aslan schmeißt sich die Jacke über und muss erstmal auf die Bank. Durchaus überraschend bei seiner Rückkehr vor den K-Block. Über 26.000 Fans sind da und sehen eine Änderung in Dynamos Startformation im Vergleich zur Niederlage in Ingolstadt. Meier bekommt nach zwei schlechten Auftritten eine Pause, dafür Park hinten links. Er stand letztmals im November für die SGD auf dem Platz, heute direkt von Beginn an. Und wir erleben das Duell der Brüder, das Duell der Hauptmänner. Marius, in Dresden ausgebildet, mit Lübeck tief im Abstiegskampf, gegen den drei Jahre älteren Niklas mit der SGD im Kampf um Liga 2. Für viele der beste Fußballer der Liga. Das Spiel begann wegen eines Polizeieinsatzes mit 15-minütiger Verspätung. Die Gästefans auf der Anreise ausgiebig untersucht und bei Anpfiff auch noch nicht vollzählig im Stadion. Die Gäste in Grün mit einem mutigen Auftakt. Fünfte Spielminute, Sommer auf Herzog. Winter, Neuzugang aus Aachen mit einem ersten Abschluss. Herzog, einer von vielen Ex-Hallensern beim VfB. Neben ihm auch Kastenhofer, der kurzfristig ausgefallen ist. Sternberg, Redemann und Florian Schnorrenberg, der Lübeck im Abstiegskampf wieder auf Kurs gebracht hat. Dynamos Vorsprung von 10 auf 5 Punkte halbiert. Die Angst geht um, dass sich dieser Trend auch gegen Lübeck fortsetzen könnte. Zimmerschied, technisch bärenstark, auf Park. Da ist Hauptmann und das ist die Führung für Dynamo. Park und Hauptmann werden von den Mitspielern gefeiert. Ein Tor für die Seele, frühe Führung, herausragende Ballannahme von Zimmerschied. Sein Hackenzuspiel auf Park, der Ball erst abgefälscht. Und dann bekommt Hauptmann das Köpfchen gar nicht mehr weg und drückt den Ball irgendwie mit der Nase über die Linie. Markus Anfang nimmt es zur Kenntnis und signalisiert seinen Jungs, bisher haben wir heute noch gar nichts erreicht. Ihre Statistik, 10 Teams in der Liga haben seltener verloren als Dynamo. Heute allerdings sind sie früh auf Kurs. 13. Minute, es gibt den Freistoß für Zimmerschied, der schon in der Anfangsphase immer wieder für Alarm sorgte. Hermann macht's und Hermann macht's gut. 2:0 für Dresden. Luca Hermann, zweites Saisontor für ihn. Das erste gegen Freiburg 2 hat er von der Mittellinie gemacht. Diesmal macht das wieder aus großer Distanz. Und natürlich müssen wir über Philipp Klevin sprechen. Der Ex-Erfurter und der Ex-Auer sieht hier nicht gut aus. Muss diesen Ball wegfausten, dann passiert nichts. Markus Anfang, diesmal zumindest mit einer kleinen Geste der Erleichterung. Und im Hintergrund grinst sich der Aslan 1 und applaudiert. Schon verrückt, da vergibt Dynamo in den letzten Wochen Großchancen am laufenden Band. Und heute machen sie aus nichts 2 Tore. Lübeck will antworten. 17. Minute, Egerer mit dem versuchten Hackentrick. Der VfB, die Halle-Jäger in der Tabelle, nur 3 Punkte hinter dem HFC. Und trotz des frühen Rückstands weiterhin selbstbewusst. Eine hochintensive Partie mit Höhepunkten auf beiden Seiten. Dann der Zweikampf Kutschke gegen Taffertshofer. Kutschke geht zu Fall, macht da deutlich mehr draus und die Gemüter kochen mal so richtig hoch. Schubserei zwischen Kutschke und Taffertshofer. 2 erhobene Zeigefinger bei den Kapitänen. Und Schiedsrichter Haselberger holt beide wieder runter. Gelb für Kutschke, gelb für Taffertshofer. Geht so in Ordnung. Natürlich kein Nachtreten von Taffertshofer. Dann geht's rund und dann war auch wieder gut. 24. Minute. Lewald mit diesem Katastrophenpass im Aufbauspiel. So haben sie zuletzt ihre Gegentore bekommen. Diesmal auch? Nee, diesmal nicht, weil Broll aufpasst. Bellemé mit der Riesengelegenheit zum Anschlusstreffer, ausgeliehen aus Hamburg, in der Hinrunde noch für Ingolstadt aktiv. Er wartet noch auf sein erstes Drittligator. Ganz wichtig von Broll. Die 28. Minute. Da ist wieder der Torhüter mit einer Faust. Dann
Park, der das an der eigenen Eckfahne gut löst, spielerisch löst und dann Zimmerschied. Achtung, das ist genial. Und plötzlich so viel Platz für Dynamo. Hauptmann, 2-1. Lemmer ist mit dabei. Lemmer bekommt den Ball und Lemmer bleibt cool. Im Hinspiel hat er das entscheidende 1:0 gemacht. Jetzt trifft Lemmer schon wieder sein 4. Saisontor. Und das geht zu einem großen Teil auf Zimmerschied. Dieser Hackentrick ist extra klasse. Dann macht Hauptmann alles richtig, spielt im genau richtigen Moment leicht in den Rückraum. Trotzdem kein Problem für Lemmer, diesen Ball im Tor unterzubringen. So sieht es aus, wenn sich das spielstärkste Team der Liga mal so richtig den Frust von der Seele schießt. Markus Anfang. Kurzer Applaus und dann wird Anfang analytisch. Das Rudolf-Habig-Stadion sieht ein Fußballspiel am Tempolimit. Nächster Ballgewinn für Dynamo. Das hatte Konjunktur in dieser Phase. Dynamo darf schon wieder im eigenen Stadion kontern, wo sie doch sonst immer selbst das Spiel machen. Zimmerschied auf Lemmer. Der kann früh alles klar machen. Klevin verhindert das 4:0. Philipp Klevin. Bislang musste er nur hinter sich greifen. Diesmal darf er sich auszeichnen. Vor dem Spiel verkehrte Welt in Elbflorenz. Lübeck 9. der Rückrundentabelle. Dresden 14. Das sollte sich aus Dynamo-Sicht heute ändern. Nur eine Minute nach der Großchance von Lemmer. Der Abschluss von Hauptmann. Und der trifft zum 3:1. Lübeck zurück im Spiel. Hauptmann mit seinem ersten Saisontor ausgerechnet bei seiner alten SGD. Kraulich klärt diesen Ball ins Zentrum, da darf er niemals hin. Hauptmann schließt konzentriert ab und hat dann Glück, dass der Ball durchrutscht. Broll sieht den Ball zu spät, kann deshalb nicht mehr reagieren. 3:1 für Dresden, 1:1 im Duell der Hauptmann-Brüder. Und wiederum nur eine Minute später. Das ist Zimmerschied. So kannte man Dresden in den letzten Wochen. Da haben sie reihenweise Hochkaräter liegen lassen. Kutschke reklamiert Elfmeter, wird tatsächlich gezogen. Ein Strafstoß möglich in dieser Situation. Nichtsdestotrotz muss Zimmerschied den einfach machen. Ununterbrochen Strafraum und Torszenen, entweder für Dresden oder für Lübeck. Nächster Ballgewinn, Dynamo. Paul Will, der Stratege im zentralen Mittelfeld. Etwas glücklich kommt der Ball zurück zu Will und Klevin mit der Glanzparade. Paul Will, da fehlte nicht viel zum Traumtor. Philipp Klevin, 1,92 Meter groß. Er braucht jeden Zentimeter. Dynamo mit 3 Niederlagen aus den letzten 4 Heimspielen. Der Heimmacht Nimbus, der bröckelte zuletzt massiv. Heute sah das gut aus, was Dynamo auf den Platz brachte. 38. Minute. Zunächst geklärt von Lübeck, Dynamo weiter offensiv. Kammerknecht auf Lemmer. Der wird nicht angegriffen. Perfekte Flanke, Kutschke, 4:1. Stefan Kutschke, ja, es geht doch, ihr müsst mich doch nur füttern und dann mache ich die Dinger auch rein. 10. Saisontor für Kutschke, schon 1 mehr als in der Vorsaison. Gegen Ingolstadt hatte er noch bemängelt, keiner hat Normalform erreicht. Das sah heute ganz anders aus. Und Lübeck, Hut ab, trotz 1:4 Rückstands in Dresden, weiter offensiv. Der weite Ball von Broll, dann der Zweikampf. Löden gegen Kutschke. Hauptmann guckt sich das aus der gegnerischen Hälfte an und plötzlich gibt's glattrot für Löden und der weiß gar nicht, was los ist. Fragende Blicke, Fassungslosigkeit beim Innenverteidiger. Was bitteschön, Herr Ostheimer, lieber Schiedsrichterassistent, was soll ich gemacht haben? Ich weiß es nicht. Wolfgang Haselberger stellt den Innenverteidiger vom Platz und alles läuft gegen das Team
von Florian Schnorrenberg. Löden holt nochmal Erkundigungen ein und weiß nicht, was er getan haben soll. Niemals nachgetreten und er hat vollkommen recht. Kurzer Rempler unten, dann zuckt der Fuß raus, aber das reicht nie und nimmer für eine rote Karte. Die gibt's trotzdem, Kutsch gezeigt. Na klar, du hast mich doch getreten, geht schon in Ordnung. Nee, Stefan Kutschke, das war viel zu wenig, räumte er später auch ein. Der Schiedsrichterassistent Ostheimer war mit dem Blick schon beim Ball, deshalb konnte er die Szene nicht richtig beurteilen. Taffazofer musste aus taktischen Gründen raus, für ihn kam Redemann. 4:1 zur Pause und Ahmet Arslan weiter auf der Bank. Keine leichte Entscheidung für Markus Anfang vor diesem Spiel. Der Erfolg gibt ihm recht. Florian Schnorrenberg blickte so drein. 2021 gewann er mit Halle mal 3:0 hier in Dresden. Heute eine gänzlich andere Stimmungslage. Durchgang 2 und schon wieder die SGD. 50. Minute. Und Hermann, der wird doch nicht. Trifft den Ball nicht richtig. Hermann, ein Tor hat er schon gemacht. Hier setzt er an zum Seitfallzieher, zum Doppelpack. Am Ende keine Gefahr für Klevin. Das Hinspiel hat die SGD mit 1:0 gewonnen. Durchaus glücklich in Lübeck. Der VfB damals mit vielen, vielen Chancen. Und auch heute weiter gut dabei. Hauptmann, der ist schnell, der Winkel spitz. Trotzdem wird's gefährlich. Aluminiumglück für Dynamo. Und dann gibt's den Strafstoß. Hauptmann holt den Elfer raus. Und der geht in Ordnung. Park trifft mit der Sohle nur das Schienbein von Hauptmann. Vollkommen richtige Entscheidung. Klarer Elfer für Lübeck. Park hatte Glück, hatte kurz zuvor gelb gesehen, durfte aber weitermachen. Und Bellemé mit der großen Gelegenheit. Die Großchance in Durchgang 1 hat er liegen lassen. Jetzt die 53. Minute. Bellemé gegen Broll. Und Dynamo hat Glück. Wieder rettet der Pfosten. Bellemé lässt das zweite Riesending liegen. Er muss weiter warten auf sein erstes Drittligator. Broll als Elferkiller bekannt. Hier muss er nicht eingreifen. Im Anschluss Spielunterbrechung. Die Ultras des VfB kamen erst nach einer guten Stunde im Stadion an und meldeten sich mit 2 Böllerwürfen an. Deshalb die Unterbrechung durch Wolfgang Haselberger. Wenige Minuten ruhte die Partie und dann konnte es weitergehen. Ausführliche Kontrolle der Polizei auf dem Hinweg, deshalb die schwere Verspätung. Dynamo, die bessere Mannschaft in Durchgang 2. Stunde rum, der Ballgewinn am gegnerischen 16-Meter-Raum. Hermann kommt noch mal irgendwie dran. Viel Gewusel rund um den Strafraum, dann der Neuaufbau über Will. Und es bleibt glücklich. Für Dresden der Ball drin. Und Lübeck fragt sich schon wieder, was ist denn hier los? Wie kann das sein? Doppelpack Hauptmann. Das hat er einmal geschafft mit Köln 2. Jetzt sein erster Doppelpack im Profifußball. Viel Ping-Pong, immer wieder abgefälschte Bälle. Und auch der Abschluss geht nur mit Dusel rein. Grupe kurzfristig in die Startelf gerückt. Fälscht den Ball unhaltbar für Klevin ab. 2 Minuten später. Lübeck immer noch bemüht, sich zurückzumelden. Und sie kriegen den zweiten Elfer. Haselberger zeigt schon wieder auf den Punkt. Kammerknecht gegen Schneider. Kammerknecht reklamiert. Ein leichter Kontakt ist da. Sicherlich kein Elfmeter, den man pfeifen muss. Für Schneider, für Lübeck. Diesmal nicht Bellemé, diesmal macht es Herzog. Broll ist dran, der Ball aber drin. Der Winterneuzugang mit seinem ersten Treffer für Lübeck.
Ein bemerkenswerter Auftritt des Abstiegskandidaten. Die ließen sich hier nie, nicht eine Sekunde hängen. Trotzdem natürlich Vorteile für Dresden. Lemmer auf Will. Und dann geht's schnell. Zu schnell für Lübeck. Der eingewechselte Meißner war für Kutschke gekommen. Klevin taucht ab. Starke Parade vom Keeper. Und dann war es soweit. Nach 78 Minuten. Hauptmann geht runter und Ahmed Arslan kommt zurück. Steht erstmals auf dem Rasen des Rudolf-Harbig-Stadions seit dem 27. Mai. Damals hat er sich mit 2 Toren gegen Oldenburg verabschiedet. Jetzt ist Arslan zurück. Ballgewinn Dynamo und sie machen das Spiel wieder schnell. Lübeck läuft immer wieder in die Konter. Arslan ist mit dabei, aber Grupe macht es selbst. Schon wieder dieser Grupe. Das gibt's doch nicht. Der Grupe will nur noch in die Grube und sich eingraben an diesem so bitteren Tag. Meißner hat den Kopf oben, will Arslan mitnehmen und Grupe legt ihn perfekt ins eigene Netz. Wie bitter kann ein Spiel laufen? Tommy Grupe sagt ja. In der Nachspielzeit nochmal Freistoß für Dynamo. Ausgeführt von Arslan. Perfekt gelupft auf Lemmer. 7:2. Jakob Lemmer mit seinem 2. Treffer an diesem Tage. Und so langsam wird es historisch. 9 Tore. Das gab es bisher 7-mal in der 3. Liga. Nur Braunschweig gegen Düsseldorf im Mai 2009 war noch torreicher. Ein verrücktes Fußballspiel. Dynamo beendet die Torkrise auf fulminante Art und Weise. 7:2. Und da werden doch Erinnerungen wach. Zumindest bei unserem Fußballhistoriker Uwe Karte. Was haben Sie im Herbst 85 gemacht? 1985. Boah, 85? Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich weiß es nicht. Da war ich noch nicht mal bei Bayer Leverkusen in der Jugend, keine Ahnung. Da war ich wahrscheinlich beim KSV Heimersdorf, meinem alten Verein, und habe wahrscheinlich auch ein Fußballspiel gehabt. Dort hat Dynamo Dresden gegen HJK Helsinki 7:2 im Europapokal gewonnen. Ich muss ja so kommen. Ja, okay. Ja, tut mir leid, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Wie konnte ich das vergessen? Ja. Nein, ich meine bloß, es ist ja interessant, wenn man das... Es gibt Spiele, da will der Ball ins Tor, oder? Naja, es gibt Spiele, da kannst du vielleicht auch mit vielen Torraumszenen und vielen Bälle, die du aufs Tor oder in den Strafraum spielst, einfach auch solche Situationen erzwingen. Und heute haben wir es einfach erzwungen. Einfach viele Torraumszenen, viele Schüsse aufs Tor, viele Aktionen nach vorne. Gegen andere Mannschaften haben wir gefühlt besser gespielt zu Hause. Also wir haben bessere Spiele schon gemacht hier und haben am Ende verloren. Also so verrückt ist manchmal der Fußball. Und am Ende ja, haben wir es halt einfach erzwungen. Wir haben es heute ein Stück weit erzwungen. Erzwungen meine ich in diesem Sinne Bälle in den Strafraum einfach mal reingehauen. Ob Eigentore entstehen oder wir selber Tore erzielen, das war Stress für den Gegner. Weil wir einfach auch anders verteidigt haben. Wir haben tiefer verteidigt, wir haben dem Gegner den Ball gelassen, wir haben den Gegner spielen lassen. All das, was wir vielleicht die letzten Wochen nicht gemacht haben, wo wir immer viel hochverteidigt haben, wo wir viel Ballbesitz hatten, wo wir selber die Kontrolle haben wollten, haben wir heute gesagt, nee, lass die mal spielen. Lass mal gucken, dass sie vielleicht auch mal Lösungen nach vorne finden müssen. Und wir kommen in Umschaltmomente. Und es ist genau aufgegangen. Wir haben in Umschaltmomenten unsere Tore gemacht. Und ja, es ist schön, es freut mich. War der Platzverweis zu hart? Absolut. Also steht ihm kein Verhältnis. Wir haben es gerade draußen beim Magenta gesehen, dass das Signal vom Linienrichter kam für einen Platzverweis. Und der steht 5 Meter, sage ich mal, daneben, hat freies Sichtfeld auf diese Aktion. Es gab ein leichtes Nachtreten. Aber wenn wir jetzt für jedes leichte Nachtreten rote Karten verteilen. Deswegen ist auch mein erster Weg jetzt hier rein, um das Ganze klarzustellen. Wir können jetzt immer darüber reden, ja, das müssen doch die Spieler dann regeln. Wir müssen aber auch die Schiedsrichter mit in die Verantwortung ziehen. Ist es ein schwacher Trost, wenn ich sage, Sie waren der beste Spieler bei den Gästen? Bringt mir auch nicht viel, auch wenn ich froh bin, mein erstes Saisontor gemacht zu haben. Auch noch hier in Dresden schon was Besonderes für mich. Aber am Ende steht ein 7:2 und da kann man nicht viel Gutes rausziehen. 7:2. Dynamo hat's erzwungen. Dynamo beendet die Ergebniskrise und schießt sich warm fürs Derby im Erzgebirge.